Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen hier bei Roderick Evil. Ich bin euer Roddy, wir spielen eine weitere Runde Elex 2 und wir haben gerade von Scrappy einen Auftrag bekommen. Wir sollen uns hier um die Minen kümmern, da geht irgendwas schief. Und wenn wir das geschafft haben, können wir ins Fort der Berserker und da wollen wir auf jeden Fall rein. Denn das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Die Kleriker habe ich euch ja schon gezeigt. In einem der letzten Videos. Schaut da auch gerne vorbei. Und lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Euch kostet es absolut gar nichts. Und ihr verpasst kein weiteres Video. Genau. Wir sind jetzt hier quasi morgens. Und ihr seht schon, die Lichtstimmung ist schon anders als mittags. Ja, die Welten sind wirklich schön gebaut. Auch wenn das Ganze natürlich bei weitem nicht mehr... ja, State of the Art ist. Aber wenn man sich eine Weile in der Welt bewegt hat, dann stört einen das eigentlich auch gar nicht mehr so arg. Mich stören eigentlich am meisten die Gesichtsanimationen. Die Gesichter an sich sehen ein bisschen merkwürdig aus. Aber da kann ich tatsächlich drüber wegsehen. Wenn ihr das nicht könnt, dann ist Elex 2, denke ich mal, eher nichts für euch. Aber die Erkundung der Welt macht Spaß. Die Gespräche machen auch Spaß. Kampfsystem ist natürlich nicht mehr oder ja, nicht so besonders kompliziert. Okay, das Vieh hier scheint mir ein bisschen zu heftig zu sein. Da werden wir einfach mal die Beine in die Hand nehmen. Ich möchte ja nicht schon wieder sterben. Auf gar keinen Fall möchte ich das. So, Leute, könnt ihr mir helfen? Ah, na super. Die sind irgendwie auch nicht so gut auf mich zu sprechen. Okay, wird mir wohl... oh Gott. Oh Gott. Nein. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ich will doch gar nichts von euch. Oh mein Gott. Naja, die Welt von Magalan ist tödlich. Was soll ich euch sagen? Aber irgendwie müssen wir doch da zu den Minen kommen. Gibt's doch nicht. Scheiße. Was soll's? Genau, scheiße, was soll's? Jax, du sprichst mir aus der Seele. So, da wollen wir hin. Das wollen wir machen. Hier müssen wir hin. Wir haben es hier gerade querfeldein versucht. War keine so eine gute Idee. Ich denke mal, wir werden jetzt hier unten so einen Bogen schlagen. So sieht der Plan aus. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Elex 2 so haltet. Habt ihr es euch selber zugelegt oder seid ihr noch ein bisschen skeptisch? Es würde mich mal tatsächlich interessieren. Okay, da hinten dieses Viechlein, was da rumkrabbelt. Das sieht mir auch eine Spur zu heftig aus für mein kleines Level. Da werde ich mal großräumig drum rumlatschen, würde ich sagen. Ach ja, es kann so schön und friedlich sein. Oh, ein Teleporter. Wie praktisch. Okay, irgendwas knurrt mich hier an. Oh Gott. Wieder Leute mit Totenkopf. Mit denen lege ich mich nicht an. Vergesst es. Dass einer auch wirklich alles hier töten will. So, was bist du für einer? Naja, alter Beißer, komm. Dich kriege ich down, überhaupt kein Problem. Ja,
gehen wir mal hier lang. Ja, wie ihr sehen könnt, das Kampfsystem ist doch sehr simpel. Ihr müsst im Grunde auf eure Ausdauer achten. Ihr habt leichte und schwere Schläge. Na komm schon. Ja, die Gegner haben auch einen Ausdauerbalken. Das ist der gelbe unter der Lebensanzeige. Und wenn der down ist, dann gehen die Viecher einfach mal kurzzeitig zu Boden und stehen dann später wieder auf. Und arg viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu wissen für den Nahkampf. Zumindest Stand jetzt. Wenn ich mich da täusche und da noch deutlich mehr Tricks dazukommen, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare reinhauen. Hey! Das war knapp. Und wie es aussieht, habe ich keine kleinen Heiltränke mehr. So, was habe ich denn hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Viecher mich noch verfolgen. Ja, gehen wir erstmal ein bisschen in Sicherheit. Dann schauen wir uns mal an, was ich hier so an Heilung noch auf Lager habe. Irgendwie läuft hier immer noch die Kampfmusik. Das macht mich ein bisschen nervös. So, ist jetzt Ruhe? Ich hoffe doch. So, mittlerer Heiltrank. Und weisen wir dem Ganzen mal einen Quickslot zu. Okay. Habe ich eigentlich irgendwie die Möglichkeit, hier mal ein bisschen aufzuleveln? Fähigkeiten? Okay, wir haben 10 Punkte. Attribute. So, was habe ich denn hier für Waffen, die ich vielleicht einsetzen könnte? Boah, 56 Stärke bräuchte ich dafür. 45, 35 und Konstitution. Ja. Machen wir erstmal hier ein bisschen Stärke. So, dann schauen wir mal hier. Konstitution, 25 bräuchte ich. Was haben wir denn noch? Hier brauchen wir auch Konstitution. Hier bräuchten wir Geschicklichkeit für Schwerter. Ja, ist natürlich alles nicht so einfach. Okay, um hier was zu lernen, müssen wir wahrscheinlich zu einem Lehrer und hier diese LPs ausgeben. Wahrscheinlich Lehrpunkte. Na komm, gehen wir einfach hier mal auf Konstitution. Ja, möchten wir übernehmen. Es reicht zwar jetzt noch nicht, um eine neue Waffe zu benutzen. Fehlt mir noch ein bisschen was. Naja, kommt Zeit, kommt Rat. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Hier müssen die Minen sein. Okay, hier oben seht ihr auch dann das Wurmloch, das lila Ding hier oben. Da kommen die Außerirdischen raus. Okay, vielleicht kann ich mich hier entlang irgendwie schleichen, dass mir die Viecher nicht irgendwie auf den Keks gehen. Wäre vielleicht besser. Naja, hat ja wunderbar geklappt. Tja, wenn ich jetzt eine Fernkampfwaffe hätte, dann wärt ihr fällig. Na, komm schon. Ach ja, noch mehr Viehzeugs. Hey, was war denn das jetzt?
Naja, zum Thema Bugs. Ganz bugfrei ist es nicht. Aber für Piranha Bytes muss ich sagen, erstaunlich gut. Man ist ja einiges gewohnt mittlerweile. Okay. Der will was von mir. Da will ich überhaupt nichts von ihm. Okay, ein Rudelführer mit einem Totenkopf neben seinem Namen. Mit dem werde ich mich nicht anlegen. Könnt ihr komplett vergessen. Naja, vielleicht können wir ja trotzdem rausfinden, was hier los war. Ihr seht, wenn ihr euch auf so Anhöhen rettet, ja, dann hauen die Viecher für gewöhnlich ab. Und ihr seid dann nicht gefangen oder so. Okay, Audiotagebuch. Es reicht mir. Das ist mein letztes Log, was ich hier aufnehmen werde. Von den Setzlingsfeldern geschmissen, als Schrottsammler verbannt, um in der Mine zu arbeiten. Ich sag's dir, wer auch immer hier zuhört, das macht Red mit Absicht. Ich hau hier ab. Ich werde losziehen und eine eigene Bande gründen. Ein paar der alten Jungs in Ateris anheuern. Oh, mein Kram lasse ich hier. Den brauche ich sowieso nicht, wenn ich mich mit Überfällen über Wasser halte. Die Scheiß-Hild und Schrott, die könnten mich echt am Arsch lecken. Wer auch immer den Kram hier findet, kann ihn behalten. Und wenn du auch die Schnauze voll hast von den Berserkern, such mich. Endlich, sie haben gesagt, dass ich nur noch diese Woche arbeiten muss. Wird Zeit, dass ich mal wieder ans Tageslicht sehe. So langsam brauche ich eine Abwechslung von der ganzen Maloche. Ich werde die glorreichen Tage der alten Outlaws wieder aufleben lassen. Ohne Baxter oder Red, ohne Logan oder Nasty, dann werde ich der König sein. Und wer mich in Frage stellt, wird umgebracht. Und wenn ich dann eine Truppe habe, die groß genug ist, hole ich mir das Vor zurück. Hey, Willi, was machst du denn da hinten? Ach, verpiss dich, du. Okay. Die Luft hier scheint vergiftet zu sein. Die Luft hier ist Scrappy vergiftet. Davon berichten. Okay, das sollte ich dann mal dem guten Scrappy sagen, bevor ich hier drauf gehe. Oh Mann, vor lauter Audiolog hören. Ja, habe ich mich selbst vergiftet. Blöd gelaufen. Die Frage ist nur, wie weit muss ich denn rein? Die Luft hier scheint vergiftet zu sein. Ich sollte Scrappy davon berichten. Okay, falsche Richtung, oder? Was sagt ihr? Schnell raus hier. Okidoki. Die Luft ist vergiftet. Wir werden es Scrappy erzählen und dann hoffe ich mal, dass wir ins Lager der Berserker dürfen. Wäre eine coole Sache. Ja, komme ich hier hoch? Was ist da los? Was ist da los? Ach, Jax, man muss doch nicht so schreien, wenn man einen Meter irgendwo runterfällt. Da gibt's doch wahrlich Schlimmeres. Ah, mein Kopf. Ja, jetzt seht ihr gerade die Auswirkungen. Diese Scheißinfektion. Von der Verseuchung. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Scheiße. Jax bekommt ab und zu mal Kopfschmerzen. Und arg viel mehr ist bisher eigentlich auch nicht passiert. Durch diesen Biss der Sky Ants. Okay, was bist du für einer? Oh je, der hat auch einen Totenkopf. Und ihr kennt mein Motto. Lieber 5 Minuten feige als ein ganzes Leben tot. So machen wir das. Da rennen wir einfach weg. Okay, der verfolgt mich irgendwie. Der will mich.
Können wir uns hier irgendwo hochretten vor dem Viech? Oh, Scheiße. Ach, keine Panik, Jax. Es läuft schon alles für uns. Sieht ganz interessant aus hier. Windräder, Solaranlagen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, Scrappy ist hier unten. So ein Mistvieh. Wieso? So, butterweiche Landung. Mistvieh. So, da haben wir Scrappy. Oh Gott, ich habe aus Versehen das gebratene Fleisch geklaut. Ist doch nicht wahr. Ich will doch gar nichts von dir. Och meine Güte. Oh Gott, wie blöd war das denn? Ich wollte doch nur mit dir reden, Mann. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Macht das nicht. Klaut nichts. Das wäre nämlich echt, echt doof. Naja, dann eben den Weg nochmal. Und wir haben wieder was gelernt. Der gute alte Scrappy, der versteht gar keinen Spaß, wenn man an sein gebratenes Fleisch geht. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja, komm, ich bin hier hoch. Oh Gott. Na, was ist jetzt los? Es hat sich auch wirklich alles gegen mich verschworen. Okay, bist du alleine? Ja. Wunderbar. Leichte Beute. Okay, weit ist es nicht mehr. Und jetzt werden wir wirklich versuchen, Scrappy zu erwischen. Und nicht das gebratene Fleisch neben ihm. Oh Mann. Ich bin wieder zurück. Bei der Mine sind alle tot. Was sagst du da? Was ist passiert? Die Mine scheint mit Gas geflutet zu sein. Es hat sehr gestunken. Das erklärt, warum ich keine Lieferung mehr gekriegt habe. Du wolltest doch eh ins Fort, oder? Geh sofort zu Fenris. Er muss das wissen. Wenn wir kein Eisen mehr aus der Mine bekommen, könnte das übel enden. Was ist, wenn ich nicht ins Fort gelassen werde? Sag Garda einfach, du kommst von mir. Lass dich nicht abwimmeln. Der lässt dich dann schon durch. Am besten beeilst du dich. Ist echt dringend. Okay, Scrappy. Dann werde ich mal ins Fort wackeln für euch. Und denen da oben mal Bescheid stoßen. Oh, ich habe eine neue Stufe. Und übrigens, euer Lager wird angegriffen. Naja, ihr macht das schon. So, was habe ich gesagt, was brauche ich? Ich brauche noch mehr Stärke und noch mehr Konstitution. So, Stärke hätte ich dann wahrscheinlich jetzt erstmal genug. Und beim nächsten Levelaufstieg sollte ich dann auch genug Konstitution haben, um endlich mal eine etwas stärkere Waffe zu haben.
denn mit meinem Bleirohr komme ich einfach nicht mehr weit. Das muss man eindeutig so sagen. Ach so, dann berichte Fenris von der Mine. Werden wir das nochmal kurz scharf schalten. Und dann gehen wir hier einmal per Teleporter lang. Man muss ja nicht jeden Meter laufen. So. Dann werden wir hier mal das Lager der Berserker uns genauer anschauen. Das machen wir aber in der nächsten Episode. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja, lasst gerne ein Abo da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Euch kostet es gar nichts. Und ihr verpasst keine weitere Folge von Elex 2. Dann würde ich sagen, bleibt gesund. Haut rein. Euer Roddy. Ciao.